Ja, herzlich willkommen, Stage 3. Die frohe Kunde hat sich rumgesprochen, sehe ich. Es ist soweit, wir müssen nicht mehr arbeiten vom Ende der Arbeit. Die Maschinen übernehmen es und wir werden grob jetzt nochmal kurz erklären, wie die Steuererklärung von eurem Rechner läuft. Ansonsten, vielleicht gibt es noch ein, zwei Sachen, Leute, die es noch nicht so gut finden und wie das überhaupt dazu gekommen ist und vieles weitere, wird das bekannteste Covermodel der deutschen Wirtschaftspresse und nebenbei auch Gründer und Mitgründer der Firma Third Wave Berlin, Johannes Gleske, erklären mit seinem Vortrag das Ende der Arbeit. Die Maschinen übernehmen unsere Jobs. Irgendjemand hat mir mal verraten, dass das Brand 1-Cover intern in der Redaktion bei Brand 1 auch gerne als das Taliban-Cover bezeichnet wurde. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen besser rasieren sollen. Guten Morgen. Hiermit setzen wir die Reihe der Themen um das ganze Komplex Arbeit fort. Theresa und Frau Almdinger haben heute Morgen den Anfang gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch das angeguckt. Ich hoffe, ihr habt fleißig zu unserem Hashtag beigetragen, weil es eine unglaublich spannende und vor allem eine unglaublich vielfältige und komplexe Diskussion ist, die ganz viele eigene Bereiche hat. Und das ist genauso auch ein bisschen mein Problem, so wo setze ich jetzt an, wo fange ich an? Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen in diesen Themenkomplex rein. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr am Ende nicht rausgehen werdet und denken werdet, morgen seid ihr arbeitslos, weil so leicht funktioniert die Welt einfach nicht mehr. Es gibt diese einfachen schwarz-weißen Ja- oder Nein-Antworten nicht mehr. Aber wir wollen heute ein bisschen uns angucken, was wäre wenn, und ein mögliches Szenario explorieren, was passiert, wenn tatsächlich Maschinen anfangen, mehr und mehr unsere Arbeit zu übernehmen. Was machen wir dann? Hören wir auf zu arbeiten? Machen wir andere Arbeit? Werden wir von den Maschinen angeleitet zur Arbeit? Das sind die Fragen, die mich heute beschäftigen. Kurz für die Leute, die mich nicht kennen. Johannes Gleske ist mein Name. Das sind die wichtigen Punkte im Web, die ihr von mir wissen müsst. Von da aus findet ihr alles Weitere. Ich habe vor knapp 2,5 Jahren mit meinem Kollegen Igor zusammen ein eigenes kleines Unternehmen gegründet. Wir schauen uns an, wie Technologie unseren Alltag verändern, unsere Verhaltensweisen verändern. Und versuchen, unseren Kunden dann zu erklären, wie sie damit zurechtkommen, was das für sie bedeutet, wie sie sich darauf ausrichten müssen. Und das ganze Thema Arbeit ist für uns ein unheimlich faszinierendes. Ich meine, wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir haben genau aus diesem Grund heraus, was wir gesagt haben, wir finden kein Unternehmen, keine Agentur, keine Firma, bei der wir so gerade so arbeiten können, wie wir es eigentlich gerne wollen. Und genau deswegen haben wir unsere eigene Firma gegründet. Und wollen uns dabei beschäftigen uns damit auch ganz natürlich immer wieder mit dem Thema Arbeit. Wir haben verschiedene Modelle ausprobiert. Wir machen so ein Ding, das nennt sich irgendwie die Vier-Tage-Woche, was nicht ganz korrekt ist, sondern wir konzentrieren uns 4 Tage die Woche darauf, für Kunden zu arbeiten und 1 Tag die Woche darauf, ganz viel Input reinzuholen. Wir nennen das unseren Input-Tag, weil das, was wir uns reinholen, Informationen, der Kern ist von dem, was wir machen. Und es ist aber in Zeiten von ständiger Ablenkung und ständigen neuen Links auf Twitter so eine Herausforderung ist, wie schaffe ich eine vernünftige Balance zwischen Input und Output. Und das ist so ein Experiment, was wir fahren und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Arbeit sehr viel. Und grundsätzlich ist es natürlich in Zeiten, in denen wir gerade sind, in Deutschland, in denen die FAZ ein Schwerpunktthema Vollbeschäftigung macht, relativ vermessen, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, wir reden über das Ende der Arbeit. Warum wir das trotzdem machen, möchte ich jetzt so ein bisschen durchgehen, aber das ist so die Situation, die wir gerade in Deutschland haben. Ja, so, dass uns all die Jobs wegbrechen, sehen wir gerade nicht so wirklich. Wie genau das aussieht und wie sich das auch in den nächsten Monaten vielleicht noch verändern könnte, ist ein ganz anderes Thema, aber gerade nimmt man hier ernsthaft das Thema Vollbeschäftigung in den Mund, was auch immer das heißt. Um uns herum sieht es komplett anders aus. Ja? Diese Schizophrenie in Europa, dass wir über Vollbeschäftigung reden und unsere Nachbarn gerade im Süden nicht mehr wissen, wohin mit all den Arbeitssuchenden. Mit dieser ganzen Diskussion, auch auf das Level, wo es geführt wird, wie kriegen wir neue Arbeitsplätze her, wie funktioniert das? Und uns fragen müssen, ist das eigentlich noch das richtige Denken? So, wir brauchen halt mehr Arbeitsplätze, es müssen mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Was, wenn die nicht wiederkommen? Hätte ich diesen Vortrag
vor einem Monat gehalten, hätte ich auch noch irgendwie die USA als ein großartiges Beispiel von ganz schwieriger Arbeitsplatzsituation gemacht. Jetzt sind gerade so aktuelle Zahlen rausgekommen, wo es ein bisschen besser aussieht, aber die USA ist weit, weit davon weg, zu einem Level zurückzukehren, wie es vor der Rezession dort war. Nach wie vor sich sehr, sehr schwer tun, weil sie hauptsächlich im Niedriglohnsektor neue Arbeitsplätze schaffen. Aber dass die Zahlen noch in keiner Weise dort sind, das wieder aufzuholen, was durch die Rezession weggefallen ist. All das sind so aktuell, so wenn wir über Arbeitsplätze und so weiter reden, sind die Themen, die uns beschäftigen. Und dazwischen tauchen immer wieder Meldungen auf wie diese. Ja, irgendwie Quartz schreibt, how robots are eating the last America's and the world's traditional manufacturing jobs. Die Roboter nehmen uns die Produktionsarbeitsplätze weg. Was passiert da? Immer wieder tauchen solche Artikel auf. Hier ist ein weiterer von der Financial Times. Ja? Obama must face the rise of the robots. So, die Roboter wollen an unsere Arbeitsplätze dran, weil sie sind schneller, sie sind effektiver, sie machen das ganz toll. Der Economist, ich habe extra versucht, so die sehr ernsthaften, sehr seriösen Nachrichtenmagazine rauszusuchen. Der Economist in einem Artikel schreibt über das Wiedererstehen der Maschinenstürmer, die sich erneut aufmachen, um gegen die Maschinen zu wettern, die ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen wollen. Und immer wenn wir bei unserer Arbeit solche Muster erkennen, wenn wir sehen, da passiert was, da tauchen bestimmte Meldungen immer wieder auf, dann wollen wir uns das angucken. Und das ist bei weitem nichts Neues. Es ist bei weitem nicht so, dass das plötzlich jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren aufkam. Der Geber dieses Vortrags, Jeremy Rifkin, hat 1995 schon das Buch The End of Work geschrieben, in dem er vorausgesagt hat, dass wir auf eine near-workless World zusteuern. Das heißt, Automation, automatische Produktion, Roboter, Maschinen werden uns allen die Arbeitsplätze wegnehmen, werden das alles selbst erledigen und wir werden nicht mehr arbeiten. Mutige Ansage, wir sind da noch nicht ganz. Die Frage ist, wie weit kommen wir dahin? Wenn immer wir solche Dinge hören und sehen, dass es mehr und mehr wird, dann schauen wir uns an, okay, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir darauf reagieren? Und was uns dabei immer wieder hilft, ist dieses Framework. Das sogenannte OODA-Framework, Observe, Orient, Decide, Act. Das ist eine Handlungsstrategie, die von einem Colonel der US Air Force, John Boyd, ich glaube in den 50er Jahren erfunden wurde. John Boyd war verantwortlich für die Flieger, die Kriegsflieger, und brauchte ein System, mit dem er seinen Piloten erklären konnte, wie sie schnell auf Situationen reagieren könnten. Und das funktioniert folgendermaßen: Als erstes, ich beobachte, was passiert da gerade. Dann orientiere ich mich so, wie habe ich das einzusorten, wie steht das Ganze zu mir, was mache ich aus dem, was ich beobachtet habe. Dann treffe ich eine Entscheidung, so möchte ich auf die Situation reagieren, dann führe ich diese Entscheidung durch und dann fange ich direkt vorne wieder an. Ich beobachte, was sind die Auswirkungen davon. Und ich möchte heute mit euch dieses Framework einmal durchgehen, um zu verstehen, was passiert da gerade, was bedeutet das, was ist diesmal vielleicht anders. Wie wollen wir uns entscheiden, darauf zu reagieren? Und dann ist es, Herr Dück und Sascha gestern schon gesagt haben, an euch zu machen, zu handeln. Also, was beobachten wir gerade? Wenn wir über Automation, über Roboter in der Produktion reden, dann haben wir in der Regel dieses Bild im Kopf. Ja, der typische Industrieroboter am Fließband, gerade in den Autofabriken, der Sachen zusammensetzt. Das ist so das Bild, was wir haben. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, oder dass es uns sehr beeinflusst, welche Bilder wir im Kopf haben, wenn wir über etwa ein Thema nachdenken. Und das gilt auch für die Roboter, die uns die Arbeit wegnehmen wollen. Deswegen möchte ich euch gerne so ein paar andere Bilder zeigen, wie Roboterarbeit, Maschinenarbeit heute aussehen kann. Und das fängt ganz klein an beim Babysitting. Ja, das ist ein Roboter, der in einem japanischen Kaufhaus die Kinder betreut, während die Eltern einkaufen gehen. Ja, so kann das aussehen. Das ist jetzt wahrscheinlich eher so, jetzt kann man sich natürlich fragen, bedeutet das in Zukunft, dass Kindergärtner ihren Job verlieren? Würde ich jetzt noch nicht so ganz drauf setzen, basierend darauf, aber es zeigt schon mal so eine Entwicklung. Es kann klein und süß sein. Apropos klein und süß, Thema Reinigung. Ja, wir haben
solche Geschichten hier. Ja? Die kleinen Roboter, ich habe mein Katzenvideo untergebracht. Diese kleinen Roboter, wobei der Trend ja zum Hundevideo geht, wie ich gestern gelernt habe. Diese kleinen Roboter, die dafür sorgen, ganz automatisch, dass unser Boden gereinigt wird. Das sind Anfänge, das sind erste Versuche. Russell Davies weist gerne darauf hin, dass es nichts Grauenvolleres für uns produktivitätsorientierte Menschen gibt, so einem Roboter beim Putzen zuzugucken, weil er nach einem komplett anderen System funktioniert, wie wir einen Raum putzen würden. Aber genau das ist ein Beispiel. Und man kann sich ganz gut vorstellen, wie dieses System schlauer und mächtiger wird und irgendwann die Frage kommt, haben wir tatsächlich noch Reinigungspersonal? Okay, genug Katzenvideos. Von den sehr süßen, kleinen Dingen zu den sehr großen, auch sehr bedrohlichen Dingen. Ja, gerade im Militär passiert natürlich sehr viel in der Automation, in der Robotik, weil man natürlich gerne den Menschen vom direkten Schlachtfeld wegholen möchte und ihn durch Drohnen und sonstige Kampfroboter und Maschinen ersetzen möchte. Auch da, Militär ist ein sehr großer Komplex, der sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Auch die Frage, sind das in Zukunft, werden wir durch sowas ersetzt? Im Moment ist es natürlich noch so, dass alle diese Maschinen von Menschen gesteuert werden. Es gibt erste Überlegungen, wie kann das automatisiert werden? Wie können diese Maschinen so intelligent werden, dass sie sich selbst steuern? Ein ganz anderes Thema, das eins meiner Lieblingsgrafiken der letzten Wochen, Das ist das selbstfahrende Auto von Google. Auch ein sehr spannendes Projekt. Und was ihr hier seht, ist das selbstfahrende Auto selbst Daten wahrnimmt. Dieses Auto nimmt pro Sekunde 1 Gigabyte an Daten auf, um zu gucken, was passiert um mich herum, die ganzen Sensordaten. So ungefähr sieht das aus. Ich finde es für mich das schönste New Aesthetic Poster, was es in den letzten Wochen gab, würde ich mir direkt so als an die Wand hängen. Sehr, sehr spannend. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was sind die Konsequenzen davon? Ja, allein in den USA verdienen im Jahr 3,5 Millionen Menschen als Fahrer ihr Geld, von Taxifahrern über Limousinenfahrer. Wenn wir jetzt in der Zukunft uns einfach nur noch ins Auto setzen und uns irgendwo hinfahren lassen, wenn ein Taxi keinen Fahrer mehr braucht, weil es dank dem Driverless Car von Google und anderen ähnlichen Systemen das allein machen kann, was passiert mit den Fahrern? Das Problem ist aber, dass wir ganz häufig immer noch wenn wir von Robotern und Maschinen denken, haben wir ein sehr physikalisches Bild vor Augen. Aber ganz viele dieser Maschinen, die Arbeitsplätze ersetzen, sind nicht in der Form physikalisch. Und das sieht man relativ gut im Aktienhandel. Der erfolgreichste Aktienhändler überhaupt ist das hier. Das ist ein sogenannter High-Frequency-Trading-Algorithmus. Das ist ein Computerprogramm, ein Algorithmus, der in einer Sekunde x von Aktienhandlungen vornimmt und so beständig darauf aus ist, zu optimieren, was gekauft wird, was verkauft wird. Und das macht heute über 80% des Aktienhandels aus, diese Programme. Das heißt, früher, ne, so toller Job, ich, Aktienhändler an der Börse, kann viel Geld verdienen. Einer der typischen Jobs, der heute ganz stark von der Maschine ersetzt wird, weil sie bei dem, was da passiert, deutlich stärker ist. Spannend ist natürlich, wenn diese Maschinen anfangen, nicht so zu funktionieren, wie wir uns das vorstellen, und die sogenannten Flash-Sales passieren, ja, wo innerhalb von 5 Sekunden plötzlich der Markt in sich zusammenbricht, um sich dann wieder zu erholen und die Menschen danach 2-3 Monate brauchen, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist, weil diese Algorithmen in einer bestimmten Art funktioniert haben, die nicht vorhergesehen wurde, und plötzlich diese Dinge einbrechen. Sehr spannend, so drüber nachzudenken, was die Konsequenzen davon sind, wenn die Maschinen unseren Handel übernehmen und was das für die Zukunft bedeutet. Und das zeigt schon hin, das ist so das erste Beispiel, der Aktienhandel, wo wir die Maschinen einsetzen, um bestimmte Muster zu erkennen. Hier wird gerade was verkauft, hier wird gekauft, hier sind verschiedene Marktdaten da. Das zieht sich immer weiter. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, die Anwälte. Ein großer Teil der Arbeit als Anwalt ist, zu verstehen, in welchem Kontext ein Fall passiert. Was sind Beispielfälle, die man heranziehen kann und so weiter. Das ist eine unheimlich starke Recherchearbeit, eine Analysearbeit, die
inzwischen von Maschinen schneller und deutlich einfacher gemacht werden kann. Das heißt, Anwälte sind auf einmal bedroht, dass ein Teil ihrer Arbeit von Maschinen ersetzt wird. Was bedeutet das für uns? Nicht nur Anwälte, Ärzte sind bedroht. Radiologen ist einfach nur ein Beispiel, wo wir inzwischen starke Algorithmen haben, die Krebs wesentlich schneller erkennen können, indem sie die Daten analysieren und eine Diagnose wesentlich schneller stellen können. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, wo dann natürlich recht offensichtlich auch wiederum der Mensch mit ins Spiel kommt. Aber erstmal haben wir hier ein Muster, wo der Mensch einen Job teilweise ersetzt, der bisher immer als einer der sichersten überhaupt gegolten hat. Ein drittes Beispiel dazu. Sportjournalismus. Ja, was ist bei dem Fußballspiel passiert? Auch ein Bereich, in dem Algorithmen immer mehr nach vorne kommen. Ja, in dem, weil es tatsächlich inzwischen möglich ist durch bestimmte Programme, dass ein Programm ein Spiel beobachtet und daraus den kompletten Artikel schreibt. Weil es einfach bestimmte Muster gibt, nach denen diese Sportberichterstattung funktioniert. Und es gibt verschiedene Startups in den USA, die genau das machen. Und die von selbst prognostizieren, natürlich als eine starke PR-Maßnahme, die sagen, in 5 bis 10 Jahren wird das erste Computerprogramm einen Pulitzer-Preis gewinnen. Ob das dann tatsächlich so passiert, sei dahingestellt. Aber es ist so ein bisschen zu zeigen, da passiert unheimlich viel und plötzlich haben wir einen Beruf wie den Journalisten, der durch die Maschine bedroht ist. Selbst Outsourcing, so eigentlich einer der anderen typischen Bereiche, den man immer sagt, so die nimmt uns die Arbeitsplätze weg, selbst Outsourcing hat das Problem, dass die lieben Foxconn-Mitarbeiter plötzlich durch Maschinen ersetzt werden sollen. Und Foxconn ist da wesentlich straighter als die westlichen Kollegen das sind. Die westlichen Kollegen sagen, ja, wir ersetzen die Arbeiter durch Maschinen, damit die Arbeiter mehr quasi in Research und Entwicklung reingehen können. Foxconn sagt ganz klar, wir wollen diese Menschen loswerden. Das ist viel zu viel Aufwand. Maschinen funktionieren wesentlich besser. Und plötzlich sind wir im Outsourcing in diesem gleichen Thema drin. Und das sind einfach einmal so ein paar Beispiele. Ein letztes Beispiel noch, was natürlich in so einem Zusammenhang nicht fehlen darf, sind die 3D-Drucker. Ja, irgendwie, wir haben 3D-Drucker. MakerBot hat gerade ihren 3D-Scanner vorgestellt. Und die Frage ist natürlich, wird 3D-Drucken Produktion an sich töten? Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang. Die Vision, dass wir irgendwann alle diese Drucker zu Hause haben, die uns Star Trek-Replikator, Gadget oder Produkt drucken werden können, was wir gerne hätten. Ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit von weg, wenn man sich anguckt, was diese 3D-Drucker derzeit können. Aber es ist natürlich relativ einfach, sich vorzustellen, wo das hingehen kann. Und dann sind wir in einem ganz anderen Punkt. Ja, also wenn dann wir alles quasi die Möglichkeit haben, selbst zu produzieren, wie sieht es dann mit der Zukunft der Produktion aus und der Produktionsarbeitsplätze? Das sind einfach nur mal so ein paar Beispiele, wo Automation, Maschinen, Robotik gerade anfangen, Arbeitsplätze zu bestimmte Jobs zu ersetzen. Jetzt ist natürlich die erste Reaktion darauf, aber es war doch schon immer so. Und das stimmt auch. Es war immer schon so, dass neue Innovation, neue Fertigungstechniken, neue Möglichkeiten, Dinge zu produzieren, alte Jobs ersetzt hat. Ja, vor 200 Jahren waren 90% der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Heute sind es noch 2. Das heißt, trotzdem haben wir irgendwie alle Arbeit. So, was passiert denn hier? Auch wenn man sich dann so Studien wie die von McKinsey anguckt, die sagen, ja, Internet vernichtet Jobs, aber für jeder Job, der vernichtet wird, werden 2,4 neue wieder hergestellt. Das Ding ist, dass wir das IT-Technologie und IT-Technologie, digitale Technologie zu einem enormen Produktivitätsanwachs geführt hat. Was wiederum dazu geführt hat, dass IT-Technologie inzwischen in quasi allen Industriezweigen vorhanden ist. Selbst in den Zweigen, wo man es heute nicht so denkt, passiert unheimlich viel mit IT-Technologie, weil wir dadurch optimieren können, weil wir dadurch produktiver machen können. Und das ist genau
Und da kommen wir genau an den Punkt, nämlich der gute alte Moore, der uns über all diese Vorteile genauso wie Nachteile schafft. Denn was anders ist als vorher, ist, dass wir plötzlich ganz stark mit IT-Technologie zu tun haben. Und IT-Technologie basiert ganz stark auf dem Moore'schen Gesetz. Und das Moore'sche Gesetz hat der gute Moore 1965 definiert, und indem er gesagt hat, die Anzahl der Transistoren wird sich alle 2 Jahre verdoppeln. Was bedeutet, wir haben einen exponentiellen Anstieg. Inzwischen sagt man, oder ist man eher der These, dass sie alle 18 Monate sich verdoppelt. Aber das bedeutet, der Produktionszuwachs oder der Produktivitätszuwachs wächst exponentiell. Und damit haben wir genau eine These, warum wir plötzlich vor diesem Problem stehen, dass Maschinen immer schneller Arbeitsplätze ersetzen und wir eigentlich nicht mehr hinterherkommen, sie durch neue Arbeitsplätze wieder auszufüllen. Was ganz interessant ist, das ist diese exponentielle Kurve, die Alan Moore in seinem Gesetz definiert hat, die bis heute gilt. Mal gucken, wie lang das noch tatsächlich der Fall ist. Das hier ist eine ebenfalls exponentielle Kurve. Das ist der Gewinn aller Unternehmen in den USA. Und das ist echt sehr spannend zu beobachten, wenn man einmal zurückgeht. Das ist die Kurve, die Alan Moore für die Produktivitätssteigerung der Computertechnik vorausgesagt hat. Das ist das sind die Profite, die eingenommen werden. Das heißt, bis auf den kurzen Einbruch der großen Rezession 2007, 2008, 2009 haben wir hier einen weitgehend exponentiellen Anstieg. Die Computertechnologie hat dazu beigetragen, dass unsere Gewinne ebenfalls exponentiell angestiegen sind. Das große Problem ist das hier, nämlich wenn wir die Arbeitsplätze oben drüber legen. Sowohl Profite als auch Arbeitsplätze sind 2007, 2008 eingebrochen. Die Profite haben sich relativ schnell wieder erholt, aber die Arbeitsplätze nicht. Und das ist das große Ding, oder das ist das Beispiel, warum wir heute an einem anderen Punkt sind, als wir es bisher immer waren. Die Arbeitsplätze kommen nicht so schnell hinterher. Bisher ist es ein relativ typisches Ding, dass es kommt eine Innovation, etwas Neues wird vorgestellt, dadurch fallen Arbeitsplätze weg. Wir machen die Leute fit und in der Regel packen wir sie in höherwertige Jobs, nachdem wir sie ausgebildet haben. Wir kommen bloß nicht mehr hinterher. Das ist heute unser Problem. Und das Interessante, was dabei passiert ist, nennt man das sogenannte Stundenglas-Phänomen. Weil normalerweise, was passiert, wenn eine neue Innovation kommt, ist, dass die im Niedriglohnsektor Jobs wegfallen. Die Leute werden fit gemacht für die neue Innovation und steigen in den mittleren Sektor ein. Was heute aber passiert, und das habe ich vorhin schon ein bisschen versucht zu zeigen, mit den Aktienhändlern, mit den Anwälten, mit den Ärzten, mit den Journalisten, ist, dass ganz viele Jobs im mittleren Sektor wegfallen. Es ist immer noch so, dass im Niedriglohnsektor relativ viele neue Jobs geschaffen werden. Sieht man auch gerade jetzt wieder in den USA, die vor allem im Niedriglohnsektor neue Jobs geschaffen haben, weil es immer noch relativ leicht ist, oder wir immer noch an einem Punkt sind, wo es leichter ist, jemanden sehr günstig einzusetzen, um zu reinigen, Dinge am Fließband zusammenzusetzen, weil die Technologie da noch nicht so weit ist, beziehungsweise der Mensch da relativ gut ist. Wo die Jobs diesmal hauptsächlich wegfallen, ist im mittleren Sektor. Was dabei passiert ist, dass diese Jobs im mittleren Sektor wegfallen und die Leute, die diese Jobs verlieren, in den Niedriglohnsektor reinrutschen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen, was der Economist wie folgt zusammengefasst hat. Technology is no longer creating new jobs at a rate that replaces old ones made obsolete elsewhere in the economy. Wir kommen nicht so schnell hinterher, die neuen Jobs zu produzieren. Das ist die Beobachtung. Das ist das, was wir gerade da sehen, was da draußen passiert. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und deswegen für mich ein kleiner Exkurs. Ich glaube, es macht ganz viel aus, und es ist ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren, wie reagieren wir auf solche Nachrichten? Wie gehen wir damit um? Bricht bei uns die Panik aus? Sagen wir, es doch total geil, dass irgendwie jetzt irgendwie die Maschinen diesen Job machen? Für mich ganz wichtig dieses McLuhan-Zitat: There is absolutely no inevitability as long as there is a willingness to contemplate what's happening. Für mich ist das Erste und Wichtigste, dass wir tief darüber nachdenken, diskutieren und uns austauschen, was passiert da gerade, wie haben wir das zu verstehen. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von dem, wie man damit umgehen kann. Ich stelle euch einfach mal so gerade die beiden Extreme vor. Es ist natürlich unmöglich, über dieses Thema zu reden, ohne die Maschinenstürmer zu erwähnen.
Die Maschinenstürmer oder die Luddites waren Weber im 19. Jahrhundert im Süden Englands, die sich auflehnten gegen die neu eingeführten industriellen Webrahmen, weil sie ihnen die Arbeitsplätze weggenommen haben. Das heißt, sie sind hingegangen und haben von 1811 bis 1819 angefangen, in nächtlichen Aktionen diese Dinger kaputt zu machen, haben versucht zu erwirken, dass sie verboten werden. Und deswegen sind da sehr großartig dran gescheitert. Die meisten von ihnen wurden gehängt. Nicht so gut für sie ausgegangen. Und sie sind heute so ein bisschen das Sinnbild für Leute, die sich gegen Technologie auflehnen und Technologie ablehnen, die den Fortschritt ablehnen. Tatsächlich ist es aber ein bisschen zu kurz gefasst, denn das, was ich sehr interessant finde an den Maschinenstürmern, war, dass sie durchaus tiefergehende Fragen gestellt haben, nämlich, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir uns bedingungslos einem Fortschritt ausliefern, der häufig nur den Fabrikbesitzern dient, aber uns als Menschen eher Schaden bringt? Was muss passieren, damit wir unser Leben irgendwie in Würde leben können? Und ich finde das auch nach wie vor heute sehr spannende Fragen. Ist, wie gesagt, auch sehr spannend zu beobachten, dass es so gibt die sogenannten Neo-Ludism, der wieder neu diese Fragen stellt und herausfinden will, sind wir dem bedingungslos ausgeliefert oder nicht? Auf der anderen Seite des Spektrums sind diejenigen, die sagen, Technologie wird uns alle retten, sie wird uns irgendwie ermöglichen, in Friede, Freude, Eierkuchen zu leben. Dafür hat jemand den sehr schönen Begriff geprägt, nämlich den Borg-Komplex. Gilt der für Leute, insbesondere gerne Tech-Journalisten und Silicon Valley-Venture-Capitalists, die sagen, wir haben eh keine andere Möglichkeit. Diese Technologie wird kommen, wir können uns wie die Maschinenstürmer dagegen stellen und wir werden genauso wie sie untergehen. Also wir müssen alles mitmachen. Wir müssen einfach, das Beste ist eh, wenn wir dann vorne dran sind, uns alles selbst erfinden, dann können wir das machen. Und das ist genauso aus meiner Sicht ein gefährliches Extrem, weil es davon ausgeht, dass wir keinerlei Möglichkeit haben, diesem Ding etwas entgegenzusetzen, beziehungsweise es zu hinterfragen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine gesunde Mischung aus beiden zu haben. Ich spreche immer gerne vom kritischen Geek. Ja, der Geek, der sich für Technologie interessiert, der verstehen will, was da passiert, der aber immer auch eine kritische Haltung einnimmt, um zu verstehen, was sind die Auswirkungen davon, gibt es Komplexitäten, die ich übersehe, was können die Konsequenzen sein, wenn wir uns dem bedingungslos hingeben. Ich glaube, dass das eine wichtige Mischung ist, die wir uns aneignen müssen, um nicht einfach blind den Dingen zu folgen, zu sagen, neu, toll, sondern immer wieder zu fragen, was können wir damit machen. Ich glaube, dass das gerade eine Eigenschaft ist, die wir als Deutsche sehr gut ausleben können. Wir haben so eine kritische Grundhaltung, das ist einfach Teil unseres Charakters. Leider fällt der zu häufig eher so in den Bereich der Maschinenstürmer, die sich erstmal, alles ist falsch, alles ist schlecht, alles ist böse. Das ist immer der typische Gag irgendwie, jeder Deutsche ist auf Facebook, aber jeder Deutsche würde sagen, dass er es scheiße findet. Ich bin nur da, weil alle anderen auch da sind, aber ich finde es total doof. Und ich wünsche mir eher, dass wir genau dieses, es klingt immer sehr pathetisch, wenn man wieder das Land der Dichter und Denker hervorholt, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist, was es braucht. Ja, und gerade wenn wir uns angucken, man muss sich nur die Berichterstattung um Eric Schmidts neues Buch angucken, ja, und die Sachen, die er da drin vertritt. Und wenn wir dem einen tiefgehenden, intellektuellen, ausgeklügelten Hinterfragen entgegenstellen und wo es nicht darum geht, es zu verteufeln, sondern es durch und durch zu verstehen, dann haben wir da, glaube ich, einen unheimlich spannenden Beitrag zu leisten, von dem ich mir sehr wünsche, dass wir davon mehr machen. Das sind so die zwei Extreme, wie wir damit umgehen können. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder reflektieren, wo stehe ich da? Tendiere ich gerade dazu, eher irgendwie diesen Borg-Komplex anheimzufallen, bin ich da so, wir können ja eh nichts machen, also mache ich halt mit. Tendiere ich dazu, es alles zu verteufeln oder wie stelle ich mich dazu auf? Was können jetzt die Konsequenzen sein? Wo kann das hinführen? Und auch wenn wir heute Morgen von Tessa gehört haben, dass wir nicht so viel über die Zukunft reden sollen,
ist es für mich trotzdem ein sehr wichtiger Punkt, weil damit ich in der Gegenwart gute Entscheidungen treffen kann, finde ich es persönlich immer sehr hilfreich, mir die möglichen Konsequenzen in Zukunftsszenarien auszumalen. Das heißt, einfach mal zu sagen, wenn das Ding gut geht oder wenn das Ding schief geht, wenn das Ding in die eine Richtung geht oder wenn es in die andere Richtung geht, wie könnte das aussehen? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und zum Thema, wie Maschinen Arbeitsplätze ersetzen, gibt es von Marshall Brain ein sehr interessantes, relativ kurzes Buch, gibt es, glaube ich, für 89 Cent auf Amazon, in dem er in einer sehr schlecht erzählten Geschichte, so eine komische Eigenschaft von Science-Fiction-Autoren, die sich hauptsächlich für Technologie interessieren, dass sie immer sehr schlechte Geschichten erzählen, aber dabei sehr interessante Zukunftsszenarien aufstellen. Also bitte erwartet keinen guten Roman, sondern erwartet zwei sehr interessant ausformulierte Szenarien von dem, wo es in Zukunft hingehen könnte. Und das eine Szenario ist die Dystopie, in der Marshall Brain sagt, es könnte in die Richtung laufen, dass wir entwickeln uns so weiter, wir fangen an, unser Arbeitsverhalten zu tracken, das passiert jetzt schon so ein bisschen, wir fangen an zu untersuchen, wir nehmen irgendwie Big Data ins Unternehmen rein, die Maschinen können sagen, hey, das kannst du ein bisschen besser machen, wir machen Produktionsanalysen und mehr übernehmen die Maschinen die Steuerung der Menschen in ihrer Arbeit. Bis zu einem Punkt, wo wir den Maschinen komplett untertan sind und nur noch dem folgen müssen, was sie machen. Das ist die dystopische Sicht von dem, wo es hingehen könnte, wenn Maschinen anfangen, unsere Arbeit zu regeln oder unsere Arbeit zu übernehmen und uns nur noch quasi als ihre Arme und Beine benutzen. Das gibt es durchaus Anzeichen für. Das ist ein Beispiel aus diesem Februar. Tesco in UK hat seinen Lagermitarbeitern angefangen, diese Motorola-Armmanschetten anzulegen, die komplett tracken, wie schnell sie den LKW entladen, wie häufig sie aufs Klo gehen, wie sie Pause machen. Und es gibt die Noten dafür und basierend auf diesen Noten wird der Bonus angepasst. Ja, so, das ist so, ja, und das passiert da draußen jetzt schon. Deswegen ist es so wichtig, diese Diskussion zu führen, weil zu sagen, wollen wir diese Richtung? Ist das unsere Vorstellung von Produktivität in Zukunft? Die andere Richtung hat Arthur Clarke schon in den 60ern relativ poigniert beschrieben. The goal of the future is full unemployment, so we can play. Und dann hat er diesen harten Satz hinzugefügt, that's why we have to destroy the present political and economic system. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es mitgenommen habt, so die Drohnen haben jetzt genau aufgenommen, wer geklatscht hat. Und, ja. Das ist so der Extremfaktor davon. Die Utopie ist tatsächlich diese Vorstellung, dass irgendwann die Maschinen unsere Arbeit übernehmen und uns dadurch Freiheit geben, uns kreativ, Kunst, wissenschaftlich zu betätigen und gar nicht mehr drüber nachzudenken, wo kommt das nächste Gehalt her. Ein Autor zu diesem Thema hat den Begriff Digital Athens geprägt. Und was er damit meint, ist, dass wir wieder in eine Zeit kommen, die ähnlich ist der griechischen Antike, wo die Athener Bürger ihren ganzen Alltag mit Philosophie, Politik, mit Kunst und Wissenschaft verbringen konnten, weil zu Hause die Sklaven alles für sie gemacht haben. Und die Sklaven von heute sind die Maschinen, die für uns die ganze Arbeit verrichten werden. Und sie werden uns die Freiheit geben, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ganz interessant ist, dass wir, das heißt so, ne, wir haben alle diese Freiheit. Die Realität im Moment ist leider leicht eine andere. Es ist ja tatsächlich eher so, dass die Leute, die an der Spitze der Pyramide stehen, die den meisten Einkommen haben, nicht die Leute sind, die die meiste Freizeit haben, ja, weil sie alle für sich arbeiten lassen, sondern das sind tatsächlich die Leute, die am meisten arbeiten und die mit der meisten Zeit, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen, sind die, die unfreiwillig viel Zeit haben, weil sie keine Arbeit mehr haben. Das heißt, das sind so diese zwei Zukunftsszenarien. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, dass, wie das immer bei Zukunftsszenarien so ist, ist es natürlich keins von beiden, was es am Ende sein wird. Es wird eine Mischung sein. Und die Frage ist, die Tendenz von dem, was man beobachtet, geht ganz stark in die Richtung oder zeigt verstärkt in die Richtung, dass wir eher in die Richtung Dystopie steuern.
Und wir aber die Möglichkeit haben, genau dem das entgegenzusetzen, zu sagen, nein, wir wollen einen anderen Umgang damit. Wir wollen einen bewussteren Umgang damit. Wir wollen diese Diskussion bewusst führen und wir wollen nicht in irgendwas hineinschlittern. Das ist die große Gefahr, vor der wir stehen. Weil das ist der große Unterschied. Wir haben diese Revolution nicht. Es wird nicht die Revolution kommen, wo innerhalb von wenigen Jahren all unsere Arbeit von Maschinen übernommen wird und wir diese Freiheit bekommen. Wir werden in verschiedene Dinge reinschlittern, sie werden passieren. Es wird immer wieder so Signale geben, wie jetzt dieser Artikel über Tesco, wo wir merken, da passieren diese Dinge. Und für uns ist es ganz wichtig, das zu beobachten, uns zu orientieren und dann die Entscheidung zu treffen, wie wollen wir dazu stehen. Und das war, ich habe gestern mit Igor irgendwie diese Präsentation durchgesprochen und er meinte so, du musst mal Stellung beziehen, ja, du musst mal sagen, irgendwie so, das ist ganz schwer für mich, weil irgendwie Teil meines Jobs ist, die Bandbreite zu sehen, all die verschiedenen Stimmen zu sehen und sie bewusst nebeneinander stehen zu lassen, um zu verstehen, in welcher Bandbreite das funktionieren kann. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine bestimmte Meinung dazu und das hat ganz viel mit dem zu tun, was Tesla heute Morgen gemacht hat. Es kommt nur von der ganz anderen Richtung. Ich glaube, dass wir mehr und mehr in den Bereich kommen, wo für uns erstmal persönlich, aber auch im quasi größeren, in der größeren Arbeitswelt Maschinen Arbeit übernehmen werden. Es ist ein ganz typisches Vorgehen. Ist auch in allen anderen Bereichen, wo Innovation passiert. In einem Bereich passiert eine Innovation und das, was es ersetzt, verschwindet häufig nicht ganz, sondern das, was ersetzt wurde, versucht besser zu verstehen, worin es eigentlich gut ist. Typisches Beispiel sind Printmagazine, die ganze Printindustrie. Ja, wir haben irgendwie das Web, das ist in bestimmten Sachen wesentlich besser, ja, was Aktualität, was Schnelligkeit, was Vielfalt angeht. Jetzt kann man sagen, das ist, Print ist tot, ja, Print ist vorbei. Was aber tatsächlich die Realität ist, gerade in Deutschland, ist, dass wir einen unheimlich interessanten, sehr vielfältigen, neuen Printmagazinmarkt haben, weil viele Herausgeber verstanden haben, wir müssen uns auf das konzentrieren, wo wir am besten sind. Im Falle von Printmagazinen heißt es eher zeitungebundene Inhalte, die bestimmte Dinge zusammenfassen, mir einen guten Einstieg geben, mir ein gutes, breites Bild geben. Und genau das sind die Magazine, die heute erfolgreich funktionieren. Und genau das Gleiche ist für mich auch der Bereich im Thema Arbeit. Mehr und mehr werden Maschinen kommen, die bestimmte Tätigkeiten, die wir heute tun, besser tun können, als wir das machen. Das heißt, unsere Chance ist, mit dem herauszufinden und neu zu definieren, wo wir richtig gut sind, ja, wo unsere Stärken als Menschen drin liegen, die Maschinen nie wirklich ersetzen können. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial drin. Ich habe es mal so formuliert, wenn unsere Arbeit heute maschineller wird, können sie morgen menschlicher werden. Das ist das Potenzial, was ich sehe. Das ist eine gewisse Utopie, keine Frage. Aber das ist das Potenzial, was ich sehe und wo ich gerne darauf hinarbeiten möchte. Weil, wie wir gesehen haben, wir haben in Deutschland gerade kein Arbeitsplatzproblem. Das ist nicht unser größtes Anliegen. Wir haben in Deutschland, in der Arbeitswelt, ein ganz anderes Problem. Und das hat das Gallup-Institut wieder einmal vor wenigen Wochen in der aktuellen Studie zum Engagement-Index Deutschland 2012 herausgebracht. Sie haben ganz viele Unternehmen befragt, sie haben sich ganz viel angeguckt und ihr Ergebnis war, dass in Deutschland von 100 Beschäftigten 15 eine hohe emotionale Bindung zu ihrer Arbeit, zu ihrem Arbeitgeber haben. 61% haben eine geringe emotionale Bindung und 24% haben keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Das heißt, bei 35 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland haben 30 Millionen eine geringe oder keine emotionale Bindung. Arbeit ist für uns etwas, mit dem wir uns nicht identifizieren, viele nicht identifizieren, mit dem, wo wir nicht richtig Lust haben. Dieses ganze Thema Bored at Work, innerlich gekündigt, ist quasi ist die Überschrift, die Gallup der Studie gegeben hat. Wir haben ganz viele von uns haben innerlich gekündigt. Und ich glaube, dass dieses Ersetzen unserer Arbeit durch Maschinen ein Potenzial ist, da was reinzumachen, zu verstehen, wie kann Arbeit funktionieren, die menschliche ist, die spannende ist, die uns mehr emotional abholt. Gallup schätzt, dass wir durch diese innerliche Kündigung im Jahr 112 bis 138 Milliarden Euro Verlust machen. Weil Leute
Dienst nach Vorschrift machen oder nicht mal Dienst nach Vorschrift machen, weil sie sich nicht mit dem identifizieren. Ich ermutige euch, euch diese Studie genauer anzugucken, weil sie haben noch ganz viele kleine Zahlen, die sehr spannend sind. Also zum Beispiel so Dinge, dass die Leute mit hoher emotionaler Bindung wesentlich weniger Krankheitstage haben. Ja, weil sie, wo da genau der Grund liegt, ist wahrscheinlich vielfältig. Aber das sind einfach so Feststellungen, was es ausmacht, wenn ich mich mit meiner Arbeit identifiziere, mich mit meinem Arbeitgeber identifiziere. Und da liegt für mich das große Potenzial drin. Das Problem ist, wenn wir über all diese Dinge diskutieren, wie kann Arbeit neu verstanden werden, wie können wir es neu definieren, ist, dass alle unsere Institutionen von Gewerkschaften, von politischen Parteien, von Arbeitgeberverbänden, von wir als Arbeitnehmer, all die hängen nach wie vor hier drin. Wir sind nach wie vor in einem Paradigma des Industriezeitalters. Bildung. Ja, wir bilden immer noch aus für Leute, die lebenslang den gleichen Job machen werden, mit bestimmten festgelegten Regeln. Und das ist für mich die große Herausforderung. Deswegen, was uns fehlt, ist ein Vokabular für das 21. Jahrhundert. So, wie können wir anfangen, über Arbeit zu reden, so wie sie heute funktioniert? Und das ist für mich eine der großen Herausforderungen für euch. Lasst uns anfangen zu versuchen, dieses Vokabular zu formulieren. Genau das, was Sascha gestern gesagt hat. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was würde Merkel verstehen? Was würde mein Arbeitgeber verstehen? Was würde mein Betriebsrat verstehen? Wie können wir anfangen, diese Dinge so zu formulieren? Und dann können wir auch darüber reden, wie Arbeit neu für uns funktionieren soll. Ein Ding, wo sich alle Autoren, die zu diesem Thema schreiben, und das ist im Moment leider hauptsächlich, sind das die Techno-Utopisten, die sagen, das ist ganz toll und wir werden irgendwie alle nur noch digital Athena sein, weil die Technologie alles für uns löst. Das sind im Moment leider die Hauptstimmen zu diesem Thema. Und auch da irgendwie, wenn ihr Stimmen habt, wenn ihr Bücher kennt, die das aus einem anderen Blickwinkel betrachten, gerne irgendwie melden, mir eine E-Mail schreiben, finde das sehr spannend, sammle das gerne, weil wir brauchen eine Vielfalt an Stimmen. Nicht nur die Leute, die sagen, Technologie, alles geil, super, wird uns alle retten, sondern auch die anderen Stimmen, die vor allem auch die Konsequenzen für andere Bereiche, für andere Arbeitnehmerschichten zum Beispiel sich angucken. Aber all diese Autoren sind sich bei einem Lösungsansatz gleicher Meinung, und nämlich das, dass die Zukunft in der Kollaboration aus Mensch und Maschine passiert. Nämlich genau dann, wo wir schon dran sind, ist zu verstehen, wo Maschinen richtig gut sind. Darauf werden sie optimiert. Jetzt ist quasi unsere Aufgabe zu verstehen, wo wir richtig gut sind, wie wir das noch besser machen können und dann das zusammenzubringen. Und ich gebe euch mal ein ganz anderes Beispiel aus dem Bereich Schach. Bis in die Mitte der 90er war es so, dass die besten Schachspieler der Welt die besten Schachprogramme der Welt schlagen konnten. Dann wurde es quasi nach Moore's Law, wurden die Computer so gut, weil sie so viel Rechenpower bekamen, dass sie anfingen, die Schachweltmeister zu schlagen. Und seitdem haben die Maschinen im Schach die Menschen dominiert. Bis vor wenigen Jahren, nämlich 2005, das erste Mal ein Turnier ausgetragen wurde, in dem alle gegen alle angetreten sind. Menschen gegen Maschinen und Teams aus Maschinen und Menschen gegen Maschinen und gegen Menschen. Und gewonnen hat tatsächlich eine kleine Gruppe von Amateuren, die es am besten von allen verstanden hat, die Maschinen einzusetzen, um ihre Schachzüge zu machen. Das heißt, sie hatten die ideale Kombination aus ihrem menschlichen Verständnis, was passiert gerade, was ist richtig, wie kann ich meinen Gegner verwirren, indem ich Sachen mache, die er nicht vorherahnen kann, plus die Maschinen, die ihnen genau ausrechnen konnten, was sind die Konsequenzen von verschiedenen Schritten, die sie machen, wie wird das ausgehen. Und so war es tatsächlich, und so ist es tatsächlich heute, dass die besten Schachspieler der Welt die Kombination von Mensch und Maschine sind, um das zu machen. Das ist einfach nur so ein Beispiel für diese Richtung. Man könnte jetzt ewig weitergehen in diese Richtung, was passiert, wenn wir Menschen und Maschine verschmelzen. Aber dafür gibt es heute Nachmittag mehr Vorträge zum Thema Cyborgs und der ganzen Thematik. Ebenfalls sehr spannend. Würde aber so ein bisschen in den Rahmen springen. Das ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Für mich ist eins ganz wichtig, und das ist irgendwie das, was
mir das Wichtigste ist, dass ihr es mitnimmt, und das habe ich gerade in einem Roman von Ramis Naam gelesen, nämlich diesen Punkt: To understand a thing is to gain the power to change it. Unsere erste und wichtigste Aufgabe ist, zu verstehen, was hier passiert ist, von allen Seiten zu beleuchten, genau zu untersuchen, weil das uns die Möglichkeit gibt, es wirklich zu verändern. Ja, wenn wir nur grob drauf gucken, wenn wir nur, das passiert und das ist mein Vorschlag. Das kommen häufig diese Vorschläge, wo wir drauf gucken und denken so, ja, aber du hast das vergessen und das vergessen und das vergessen. Und das ist auch richtig so. Deswegen ist das erste Ziel, besser zu verstehen. Und die Herausforderung, wie ich gerade schon sagte, für uns Geeks ist, es vor allem das Verständnis in den Menschen um uns herum zu erhöhen. Ja, so, was würde Merkel verstehen? Wie können wir dieses Verständnis erhöhen? Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Verstehen und es dann ändern. Und deswegen seid ihr jetzt dran, zu handeln. Macht. Oh mein Gott, 1:30 vor meinen gezielten 45 Minuten, das gab es noch nie. So. Okay, wir haben noch 15 Minuten für Fragen und von mir aus auch gerne Kommentare, aber tut mir einen Gefallen, keine Selbstwerbung und nicht zu lang, damit mehr Leute was sagen können. Das Mikro gibt es da. 4? Test, jetzt, wunderbar. Ich hatte ja versprochen, es nicht zu machen, aber wenn ich das Mikrofon jetzt immer als Erster in der Hand habe, muss ich doch noch was dazu sagen, weil eine Bemerkung, ich glaube, es sind ja nicht die Maschinen, es sind nicht die Algorithmen, es sind unsere Maschinen, es sind unsere Algorithmen. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft wollen, die auf Effizienz und auf ein Wachstum aus ist, was wir vielleicht gar nicht mehr gut finden, dann kommen natürlich Algorithmen und Maschinen raus, die uns helfen, effizient zu sein im Sinne von einer nach oben gehenden Linie, die irgendwann den Planeten verlässt. Insofern, es gibt viel mehr Menschen, die darüber nachdenken, wenn wir neben dieser Geek-Linie, der digitalen Linie, auch noch sehen, dass einige momentan sich sagen, brauchen wir denn ein anderes Paradigma dahinter? Wollen wir denn vielleicht eine andere Effizienz haben? Und dann können auch wieder Lehrer Kinder unterrichten, dann brauchen wir keine Lehrerroboter, weil wir dann eben nicht morgen möglichst effizient mit einer Maschine 1000 Schüler unterrichten wollen, sondern eben wieder Menschen unterrichten wollen. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen, aber es gibt auch viele tolle Leute im Publikum, deswegen gebe ich jetzt einfach mal weiter. Ja, hier, super spannend, Johannes, muss ich ehrlich sagen. Ivo ist mein Name und ich habe eine Sache gerade rausgehört. Die Leute werden immer günstiger bezahlt, sagst du. Und es gibt ja mittlerweile Systeme wie Odesk, die es erlauben, heute sofort auf der Stelle, morgen schon mit Indern, Chinesen und so weiter, Philippinern zusammenzuarbeiten. Dadurch habe ich jetzt im Moment das Gefühl und das Riesenproblem auch als Unternehmer und als Auftragnehmer zu entscheiden, gebe ich jetzt die Aufträge hier in Deutschland für teures Geld, beispielsweise 600, 700 Euro für einen Programmierer oder wirklich wahnsinnig gute Programmierer, die ich auch getestet habe über Odesk, die nur 150 Euro kosten am Tag. Und dadurch verändert sich ja extrem das Denken. Nur das Riesenproblem, was ich hier im Moment habe, die Mensch-Maschinen-Beziehung führt ja dazu, dass ich ja durch die Maschinen jetzt immer mehr diese Leute tatsächlich halt aktivieren kann. Ja. Und mein Denken ist halt wie beim Tempotaschentuch. Immer wenn ich Schnupfen habe, denke ich an Tempo. Und immer wenn ich jetzt mittlerweile an Programmierer denke, denke ich an Odesk. Würde sich dadurch nicht irgendwie das Riesenproblem ergeben hier in Deutschland, dass wir wirklich dadurch eine enorme Diskrepanz haben bei der Bezahlung der Leute? Unheimlich spannendes Thema. Grundsätzlich auf jeden Fall nachher den Talk von Trebo angucken, der, glaube ich, gerade auch so Thema Mechanical Turk und so weiter, dieses ganze digitale Arbeiten, nochmal sehr spannend beleuchten wird. Das jetzt im Anschluss, ich glaube, auf Bühne 2. Die Frage ist, und das ist wieder die spannende Frage, ist, und es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die Perspektive des Arbeitgebers, es gibt die Perspektive des Arbeitnehmers. So, also ne, als Arbeitnehmer, wie positioniere ich mich jetzt als jemand in Deutschland zu dem Thema? Wie positioniere ich mich als jemand in einem anderen Land zu dem Thema?
Aber die Frage, die von dir kam, ist wesentlich eher aus der Arbeitgebersicht. Und das ist eine ganz starke Frage, so was sind meine Werte? Ja? Ich kann dir da keine klare Antwort drauf geben, weil das zu einfach wäre. Klar fände ich super, wenn du die teuren, quasi meine Programmierbuddies hier in Deutschland benutzen würdest. Die Frage ist, schaffst du es dann als Unternehmen weiter und so weiter? Ist auch die Frage, warum gründest du ein Unternehmen? Welche Prioritäten spielen dabei für dich die oberste Rolle? Ist deine oberste und erste Maxime, das Geld zu verdienen für dich? Ist es vielleicht die Maxime, ist es dir wichtiger, Arbeitsplätze zu schaffen? Oder zu sagen, ich möchte das und das machen. Ist es dir wichtiger, ein bestimmtes Thema voranzupushen und zu sagen, ich habe ein Unternehmen in dem und dem Bereich gegründet, um hier irgendwie weiterzukommen? All das sind die Fragen, die damit reinspielen. Ich wünschte, ich könnte dir eine eindeutigere Antwort geben, aber es ist keine Chance. Test. Einfach reinreden. Okay. Dankeschön. Du hast angesprochen, dass die Revolution kommen wird. Wir sind aber, glaube ich, schon mittendrin. Mein Onkel hat sich einen Melkroboter gekauft, also der Kühe automatisch melkt, nicht weil ein Agrargeek ist, sondern weil das mittlerweile Mainstream-Technologie ist. Also dieser Prozess, glaube ich, passiert schleichend und nicht mit einer Revolution. Genau. Und was ich auch noch anmerken wollte, ist, dass dieser klassische Facharbeiterbegriff, den auch du angesprochen hast, als Industriearbeiter, die wir ausbilden, auch schon sehr stark zu hinterfragen ist, weil es wird diese Automatisierung mit einem Zwischenschritt erfolgen. Richard Seinert und viele andere haben das schon angesprochen, dass durch die Automatisierung in der Industrie zum Beispiel ein Bäcker heute ja gar kein Facharbeiter mehr ist, der diesen Prozess des Brotbackens, vom Mischen des Teigs bis hin zur richtigen Temperatur des Ofens verstehen muss, sondern nur noch ein paar Knöpfe drückt auf einem Automaten. Und wenn dieser Automat ausfällt, dann ist er auch kein Bäcker mehr, sondern einfach nur jemand, der das Gerät nicht mehr versteht. Ja. Und auf diese Antworten finden keine Parteien Fragen. Genau, und ein Tipp, weil du gesagt hast, du willst ein Buch wissen. Race Against the Machine ist das Beste zum dem Thema. Ja, das hat viel davon beeinflusst. Ja, hallo Johannes. Erstmal vielen Dank für den super Vortrag. Grandios. Was mir an dem Vortrag aufgefallen ist, der war jetzt sehr, sehr westlich orientiert. Übrigens, da draußen gibt es total viele tolle Räume, wo man diskutieren kann. Das ist in so einem Vortragsraum so ein bisschen nervig. Danke. Was mich jetzt interessieren würde, du hast ja jetzt zu dem Thema super viel Gedanken gemacht, speziell halt was westliches Wirtschaftssystem und so weiter angeht. Ich glaube, du hast ja auch schon Gedanken gemacht, was den Rest der Welt angeht. Da hätte ich gerne mal gewusst, wir sind ja jetzt quasi, wie du eben schon sagtest, eigentlich schon mitten in der Revolution. Wir haben aber viele Gebiete, Afrika zum Beispiel, da hat die Revolution ja so gerade erst so ein bisschen angefangen zur digitalen Arbeit hin. Oder zum Automatisieren hin. Da hätte ich gerne deine Gedanken gewusst, kann man da einen gewissen Schritt in dieser wirtschaftlichen Entwicklung, die wir vollzogen haben, hier in Europa oder in den USA, vielleicht sogar auslassen und quasi überspringen? Da hätte ich gerne deine Gedanken zugehört. Dank dir. Super Punkt. Und muss, also wo ich auch als erstes sage, ich habe viel zu wenig Ahnung davon. Und genau deswegen ist für mich deswegen schiebe ich sowas an, um genau zu hören, auch zu sagen, ey, nee, das ist total spannend. Definitiv, also meine Beobachtung grundsätzlich, was gewisse Länder in Afrika, in Südamerika und so weiter angeht, ist, dass ein enormes Potenzial ist, so leapfroggen. Ja, also dieses quasi, ich überspringe bestimmte Schritte, um direkt da reinzuspringen. Sehr spannend, sich in dem Bereich quasi so Thema Mobile anzugucken. Ja, also wenn, was passiert, wenn quasi ein ganzes Land nicht mit Computern, wie wir es irgendwie gewohnt sind, funktioniert, sondern komplett auf Mobile funktioniert. Und was ist das Potenzial dafür? Definitiv, umso spannender ist es, diese Diskussion zu führen, weil, und auch vor allem mit diesen Ländern zu führen, weil sie zum einen nicht diesen, ich sag mal, böse historischen Ballast haben, den wir kommen. Sie haben nicht das Problem, dass sie aus einem Industriezeitalter heraus, und tut mir leid, aber es ist unglaublich vereinfacht, das ist natürlich alles viel komplexer, aber sie haben nicht diesen Ballast, dass sie, dass quasi
von den Parteien, über die Gewerkschaften, über die Verbände, über die Menschen selbst, die einfach es gewohnt sind, so zu denken. Und ich glaube, was bei uns zum Beispiel immer noch sehr stark reinspielt, ist so ein Pietismus von Arbeit muss hart und schwer sein und keinen Spaß machen, weil das kriege ich in der Freizeit und nachher in der Rente. Und das ist, auch wenn wir das häufig nicht mehr so sagen, es ist immer noch so ein gewisser Unterton. Das herrscht dort nicht. Deswegen ist es so spannend, diese Diskussion dort zu führen oder von dort die Insights zu bekommen, weil sie uns genau zeigen können, wie es eigentlich aussehen könnte, wenn das nicht so ist und uns dadurch wertvolle Insights liefern kann, wo das hingehen kann. So wie es jetzt schon tut, was Mobile angeht. Ja, also Mobile Payment. Ja, also es ist praktisch jedes andere Land der Welt weiter bei diesem Thema als Deutschland. So, wir haben jetzt noch zwei Fragen und ich habe jetzt einfach mal fairerweise, bin ich jetzt hier rübergegangen, damit hier drüben auch nochmal zwei Fragen sind. Ja, hi. Ich bin Dave. Ich hätte erstmal ein Statement. Ich denke, in der Zukunft der Arbeit oder die Zukunft der Arbeit liegt in kreativen und werteorientierten Berufen. Um das vielleicht kurz auszuführen, also die Intelligenzexplosion, die möglicherweise bevorsteht, zumindest wenn man dem transhumanistischen Umfeld so ein bisschen Glauben schenkt, die wird dazu führen, dass letztendlich Robotik oder nicht nur Robotik, sondern auch IT und so weiter, alle andere Arbeit mehr oder weniger substituieren wird, denke ich. Allerdings ist werteorientierte und kreative Arbeit nicht substituierbar. Ich kann keinen Roboter einsetzen, wenn ich möchte, dass du mir ein Lied singst. Ja, das kann dann kein anderer übernehmen, weil ich ja gerade will, dass das diese Person macht oder dass irgendeine andere Person mir ein Bild malt. Deswegen wäre meine Empfehlung, auch zum Beispiel zum politischen Handeln, ganz konkret da in die Richtung zu wirken, kreative Arbeit zu fördern. Also ich sage Leuten, wenn sie sich beruflich orientieren wollen, Schülern oder sowas, sucht euch einen Job, der kreative Tätigkeit fördert. Also zum Beispiel hatte ich letztens eine Bekannte, die wollte Ärztin werden, ist nicht gut genug in der Schule dafür. Und bei ihr ist es halt so, dass ich gesagt habe, Ärztin an sich ist wahrscheinlich nicht der Job der Zukunft, weil er nicht kreativ ist und nicht werteorientiert, sondern weil das letztendlich automatisierbar ist von der Diagnose bis zur Behandlung. Allerdings ist Medizin durchaus sehr viel mit Kreativität verbunden, indem ich zum Beispiel medizinische Forschung mache und dort kreativ tatsächlich konkret wirken kann, Strategien, Richtungen vorschlagen kann, die auf konkrete Personen oder Ähnliches ausgerichtet sind. Also ich empfehle, lasst uns in die Richtung gehen, dass wir wirklich konkrete kreative Jobs fördern. Ich finde es auch total, Transhumanismus und Posthumanismus sehr spannend. Ich finde es total super, wenn ich hier den Vortrag halten könnte, gleichzeitig mich forken könnte, um noch irgendwie zwei Vorträge zuzuhören. Fände ich für Konferenzen total super, vor allem die so mehrere Tracks haben. Das ist jetzt die letzte Frage in der großen Runde, aber Johannes steht für Autogramme und weitere Diskussionen, glaube ich auch. Danach haben wir leider vor der Tür zur Verfügung, muss ich sagen, weil wir dann hier schon den nächsten Vortrag vorbereiten. Hendrik, hallo. Du hast eben von dem Problem der Brücke von der Technologie zu dem Verständnis gesprochen. Ja. Mich interessiert stark die Kommunikation. Ich kenne es halt aus der Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, wo auch Roboter, wo Maschinen Einzug einhalten. Teile davon sehe ich auch persönlich kritisch, aber viele von uns oder ich sag mal ganz, ganz viele von uns haben keine Ahnung, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden. Ja. Mich interessieren da einmal die Brücken. Also wie schlage ich eine Brücke zur Produktion, ne, bei der Nahrungsmittelproduktion und Konsum? Wie siehst du es bei der Technologie? Wo sind da die starken Brücken der Kommunikation, sag ich mal, um ein Verständnis zu kriegen und, sag ich mal, nicht Angst vor dem Borg-Komplex zu kriegen oder da überhaupt mal Licht reinzukriegen? Ja, ich glaube, das wichtigste Mittel gegen Angst ist Wissen. Ja, also wir haben Angst vor den Dingen, die wir nicht verstehen. Es gibt auch die Angst vor den Dingen, die wir sehr gut verstehen, weil wir wissen, wo sie hinführen können. Aber das wichtigste Ding ist, zu erklären, zu verstehen. Das ist genau quasi auch mein Aufruf. Wie man das macht und wie es die Möglichkeiten gibt, das ist unendlich. Da ist es schwierig, einen Ansatzpunkt zu finden. Ich glaube, es ist wichtig, quasi dieses Framework, was ich gezeigt habe, ne? Beobachten, orientieren, entscheiden, handeln, gilt genauso für die Kommunikation. Das heißt, ich sehe, wo ist Bedarf, etwas zu verstehen. Ich orientiere mich, was ist die beste Möglichkeit, um die Leute, um etwas zu erklären. Ich treffe die Entscheidung, so und so mache ich es und ich gucke, wie es reagiert.
Das heißt, ich iteriere ständig und optimiere meine Nachricht, beziehungsweise den Diskurs. Also sie ist so, was hast du noch nicht verstanden? Wo liegen deine Bauchschmerzen? Ich glaube, es wie gesagt, auch so ein unterschiedliches Thema, was gerade bei dieser Republika immer wieder andringt, ist dieses, dass wir mehr zuhören müssen. Ja, also das Erste ist, wir müssen mehr zuhören, wir müssen mehr verstehen, warum hast du mit diesem Ding ein Problem? Warum stimmst du für ein Leistungsschutzrecht? Was steckt dahinter? Was ist deine Motivation? Das ist für uns quasi in der Kommunikation, das, wo wir mit Third Wave ein bisschen herkommen, ist immer die spannendste Frage. So, wenn wir ein Kundenprojekt machen, wir kommen zum neuen Kunden, das Erste, was wir verstehen wollen, ist, die Leute, die hier in diesem Workshop im Raum sitzen, wie können die miteinander, wer hat welche Probleme mit wem, der Erfolg dieses Projektes hängt ja davon ab, ob es nachher eine gute Präsentation ist oder ob tatsächlich die Kennzahl, so was macht es aus, weil erst dann kann ich wirklich was machen, kann auch kommunizieren, kann was präsentieren, was wirklich relevant ist und was wirklich trifft. Und deswegen ist das, glaube ich, eigentlich für uns der erste Punkt, ist wirklich zu verstehen, wo die Vorbehalte sind und was die Motivation hinter den Vorbehalten ist. Und das ist leider ein sehr aufwendiger Prozess, der wesentlich schwieriger ist, als einfach irgendwie ein paar Tweets abzusetzen und einen provokanten Blogartikel zu schreiben. Aber das ist das, was letztendlich dazu führen wird, dass es funktioniert. Dankeschön. Vielen Dank, Johannes. Und es geht hier gleich weiter mit Stefanie und Marek von Tactical Tech zum Thema Investigation 2.0.